Jawohl, Schauen der Fokusstrategie. Donnerstag, der 10. März 2022. Sechstes Kapitel Gemeindereferendum. Artikel 77 Beschlüsse der Gemeinderäte. Absatz 1 Beschlüsse der Gemeinderäte sind den Stimmberechtigten der Gemeinde zur Abstimmung zu unterbreiten. Wenn das Referendum ergriffen wird von A. 16% der Stimmberechtigten in den Gemeinden mit weniger als 5000 Stimmberechtigten. B. 8%, aber mindestens 800 der Stimmberechtigten in den Gemeinden mit 5000 bis 30.000 Stimmberechtigten. C. 4%, aber mindestens 2400 und höchstens 3200 der Stimmberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 30.000 Stimmberechtigten. Absatz 2. Artikel 68 ist anwendbar. Artikel 78. Budget. Absatz 1. Gegen das Gemeindebudget als Ganzes kann kein Referendum ergriffen werden. Absatz 2. Er kann ausschließlich gegen Budgetbestimmungen ergriffen werden, durch die eine neue Einnahme oder Ausgabe eingeführt oder der Steuersatz bzw. die Höhe der Ausgaben des vorangehenden Rechnungsjahres abgeändert werden. Artikel 79 Dringlichkeitsklauseln. Absatz 1. Beschlüsse, deren Ausführung keinen Aufschub duldet, können durch Entscheid des Gemeinderats mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne die Stimmenthaltungen, aber mindestens der Mehrheit der Mitglieder dringlich erklärt werden. Absatz 2. Wird zu einem Beschluss betreffend ein Reglement oder eine allgemein verbindliche Verfügung das Referendum ergriffen, so tritt der Beschluss ein Jahr nach seinem Inkrafttreten außer Kraft. Genau. Wenn er nicht innerhalb dieser Frist von den Stimmberechtigten angenommen wird, der hinfällig gewordene Beschluss kann nicht im Dringlichkeitsverfahren erneuert werden. Gegen andere dringlich erklärte Beschlüsse kann kein Referendum ergriffen werden. Nachher geht es weiter mit dem vierten Titel, Behörden.